Jo, willkommen zurück bei Let's Play Mittelerde. Seit der letzten Aufnahme sind ein paar Tage vergangen, wo ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe, weiter aufzunehmen und Folgen rauszubringen. Aber dafür machen wir heute mal, heute habe ich frei, einen kleinen Aufnahmemarathon. So, und dann schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Schwächen eines Hauptmanns zu erfahren. Ja, Würmer ausquetschen, wissen wir. Wir sind hier auf jeden Fall am Hedir hängen geblieben. Töte Feinde im Zaun zu halten. Sind wir hier gerade irgendwie mitten im Kampf oder was? Warte mal, wie aktiviert man seine Geistersicht? So. Ist hier irgendwo ein Hauptmann oder was? Nö. Sieht erstmal nicht so aus. Zeig mir, wo haben wir denn die Karte? Was machen wir denn jetzt eigentlich gerade? Ich muss echt mal gucken, wo wir hier stehen geblieben sind, sag mal. Ah, stimmt, hier ist der Hedir, den wollten wir jetzt auch noch klären. Genau, dann hier. Das sind die Hauptmänner, über die wir schon was wissen, die noch nicht. Gonder überfallen, die Kontrolle eines Hauptlichen. Dingsbums, Itildin sammeln. Eigentlich könnten wir doch hier mal das Itildin sammeln, oder? Dann kämpfen wir uns hier unten erstmal kurz durch, gehen hier hoch und hier rüber zum Turm. Das klingt doch nach einem brauchbaren Plan. Gucken wir mal, ist da wieder eine Steuerung und alles reinkommen. Puh. Oh Gott. So tief wollte ich gerade eigentlich nicht springen. Na komm, wir schnappen uns erstmal das Itildin. Denkst du, ich Oder auch sehe nicht, nicht, was du tust? Ich sehe Dinge, die du nicht erahnen kannst. Mein Auge durchbohrt Erde und Schatten. Und mein Pfeil durchbohrt Fleisch und Sehnen. Snafu. Wer ist er denn? Snafu, der Scharfseher, ein epischer Hauptmann. Immun gegen Fernkampf. Der Meisterschütze ist ein Fernkampfspezialist, der weiter sieht, treffsicher schießt und zusätzlichen Schaden anrichtet. Eieiei. Seine Angriffe richten gewaltigen Schaden an. Oh je. Okay. Gucken wir mal, ob wir gegen Snafu eine Chance haben. Oh, hallo. Ich wollte versuchen, den hier gerade eigentlich zum Laufen. Ich finde Erzähne vor mir. So, du darfst mir jetzt erstmal über Snafu ein paar Infos geben. Holkig. Hier, Snafu, der Scharfseher. Informationen aufdecken, bitte, danke. Flieht bei Gift, benommen bei Verbrennungen und kann durch Hinrichtung verwundet werden. Drücke dazu bei voll aufgeladener Macht YB. Gut. Versuchen wir das mal, was? Der wird uns wahrscheinlich in Grund und Boden mähen. Alter. Ist ja nicht so, als ob ich hier gerade komplett raus bin. Nein, ich wollte den anderen hinrichten. Verdammt. Ah, diese kleinen Orks gehen mir hier voll auf den Sack. Nein, was? Nein, 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 das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ah, dieser Bogenschütze hier, Alter. Oh boy, jetzt können wir uns um dich kümmern. Stimmt etwas mit deinen Augen? Hey.
komm schon, Boy. Geht doch, Alter. Nice. Snafu, der Scharfseher. Gute Nacht, mein Freund. Puh. Ihnen fehlt die Anmut und Genauigkeit der Elben. Trotzdem schießen sie beharrlich ihre Pfeile auf uns. Das stört mich nicht. Ja, geil. Unsere erste seltene Ausrüstung. Nice. Oha. Stufe 5. Rohirrim-Bogen. Töte einen brennenden Feind mit einer Fernkampfwaffe. Okay. Dann um 36% erhöhter Fernkampfschaden gegen brennende Feinde. Ach du Scheiße. Kopftreffer Gegner im Brand steckt. Ah! Nice. Und 6 Pfeile. Geil. Und wir haben Fähigkeit freigeschaltet. Gucken wir doch gleich mal hier. Soweit ist zum Beispiel schön. Perfekte Konter strecken Feinde nieder. Terrorisieren. Furchteinflößende Schleichtötung. Lautloser Läufer. Keine Geräusche mehr. Ist eigentlich auch ziemlich nice. Was haben wir hier noch? Dolchhagel, Reiter. Was nehmen wir denn? Ich würde fast erstmal den Konter nehmen. Dann kann man hier ein bisschen versuchen zu kontern. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Rassier Dingsbums ist jetzt verfügbar. Okay. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Hügelgräber Ruth. Okay, das haben wir abgeschlossen. Tildintür. Der sehende Stein. Alles klar. Aber das hier ist neu, ne? Reis. Ein Kilimarsch hier unaufhaltsam auf dem Schlachtfeld. Gedenke seine Heldentat, indem du 30 Feinde besiegst. Nice. Ah, gucken wir uns später an. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal dieses Itildin da vorne einsammeln. Aua! Wer hat mich denn da betäubt? Erstmal Gesundheit aufladen. Oh, hallo Boy. Ja, es ist so auf den Sack gegangen. Vorsprung und halte B gedrückt, um mich fallen zu lassen. Okay. Der hat jetzt nicht so viel ausgehalten. Totschläger, Schreckensstammzerstörer, okay, immun gegen Gift, wenn er eine Bestie getötet hat, alles klar. Experte im Umgang mit Sprengstoff, setzt Minen ein, die Feinde betäuben. Achso, so einer hat mich doch schon mal erwischt hier. Aber eigentlich interessiert der mich gerade gar nicht. Ich wollte gerade nur das Itildin einsammeln. Der immun gegen Schleichtötungen ist. Ich will erstmal das Itildin haben. Sack. Na, diese elenden Sprengfallen, Alter. Erstmal das. Itildin-Wort hier lernen. Okay, schnappen wir uns gleich den Hauptmann oder lieber nicht?
würde ich lieber erstmal noch so ein paar Würmchen ausquetschen. Sag mal, Boy, weil ich mal nicht so aus hier. Letztes Mal hattest du Glück. Ach, das ist ein Hauptmann. Ist es damit aber vorbei? Ich schmutz. Wie, das ist ein Hauptmann? Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Kann durch Schleichangriff sofort getötet werden. Ja, schade. Hatte ich eigentlich vor. Anfällig für Hinrichtungen. Und Fernkampf verwundbar. Oh boy, geh mir mal nicht auf den Sack. Damit zurückziehen, Freundchen. Los, getötet. Gibt's kein Zurückziehen, sag mal. Denkt er denn, wer er ist? Sag mal. So, und wir haben ein Rohim-Schwert bekommen. Das hier, oder was? Nö, da haben wir schon ein besseres. Das brauchen wir nicht. Ja, brauche ich Leben. Wäre doch langweilig. Warte, ich rieche etwas. Gib mir dein Leben. Ah, geht doch. Nein. Oh, ja. Die Sache ist, wir sollten aufeinander losgehen. Wollte ich doch gerade sagen. Zerreißen. Ich hätte es aber lieber, wenn nur ich dich zerreiße. Ich wüsste das wirklich sehr zu schätzen. Das ist sehr hässlich, der Typ, Alter. Herdensucher. Alles klar, dich zu jagen war keine Ausfahrt, weil wir ein bisschen abzuschlachten. Okay. Stopp. Nee, falscher Knopf. Warte doch mal. Ich will doch erstmal sehen, gegen wen wir hier gerade kämpfen. Der hier oder was? Rasch Krieger. Nee, nicht Ziel. Details. Ja, das ist der hässliche Boy. Im Anblick von Ghoulen erzürnt. Spür dich überall auf und ruf Verstärkung, um dich rauszutreiben. Lol. Okay, den sollten wir eventuell killen. Der macht uns garantiert Ärger. Was? Sprungblockade? Oh, und diese Bogenschützen geben hier gerade richtig krass auf den Sack. Epsilon. Nee, hat der da eine Falle hingebaut? What the fuck? Ich habe dich unterschätzt, dieses Mal. Nichts damit zurückziehen. Wird sich nicht zurückgezogen. Nein. Ach, geht doch, Alter. Oh, ich dachte, der haut uns gerade ab.
Sehr gut. Alter Falter, ja. Er hat uns aber gerade ein bisschen Stress gemacht hier. So, wir brauchen dringend Leben. Warum kann ich da gerade A drücken? Hallo, Boy. Ist das auch ein Hauptmann? Ne. Also mal aufpassen, dass ich hier nicht in noch mehr Hauptmänner reinrenne. Ist ja auch schon ein bisschen kritisch jetzt gerade hier. Vor allem brauche ich Leben. Da ist einer. Nein, werdet ihr sehen. Freunde der Sonne hier, ey. So, wir haben ja hier schon gut aufgeräumt, ne? Gucken wir uns mal hier die Hauptmänners durch. Ruck der Knochensammler. Oh, fuck. Den Karagor wollte ich da eigentlich gerade nicht freilassen. Das war jetzt nicht so geplant. Ah, guck mal. Da ist er, der Knochensammler. Nach einem Schuss in den Kopf benommen. Uya-Chaka, Alter. LOL. Einfach instant mit Pfeilen gekillt. Läuft der. Ich bin gerade relativ froh, dass der Karagor so ein bisschen beschäftigt ist. Es war schön, dass wir genau den Hauptmann kaputt machen, über den wir Informationen sammeln. Ach so, wo sind wir denn hier? Wollen wir hin zum Italien? Da drüben. Ich muss ja erstmal gucken, wo wir, was hier los ist, ey. Ich vermute mal, das Italien wird diesmal ein bisschen weiter oben sein, ne? Quatscht ja fast wie ein Hauptmann, Junge. Keiner da. Hätte ja sein können. Was doch sein mag, ich finde es. Sucht weiter, er ist doch hier. Na komm, put. So, wir will noch mal, wer hat noch nicht? Das letzte Mal weiß ich nicht. Thymian. So, hier sieht's doch ganz gut aus. Wir könnten uns hier nochmal Gondorana überfallen, den Kontrollpunkt eines feindlichen Hauptmanns. Komm, mischen wir uns doch da gleich nochmal ein, oder? Wenn wir schon hier sind. Warte mal, aber da
vorher gucken wir mal ganz kurz. Inventar. Wir hatten doch noch einen Dolch bekommen, ne? Oha. Echt, eine Stufe 8er Dolch haben wir bekommen? What? Eieieiei. Oh. Und ein Umhang, Stufe 4. Ah, geil. Boah, das ist ja eine komplett andere Rüstung. Ah, geil. Jetzt haben wir die Talion-Dingsbums, eine Rüstung aus Numenor. Alter, die sieht ja fresh aus. Da passt aber fast der andere Rucksack dazu. Andere Dingsbums hier. Geil. Hübsch, jetzt haben wir diese Wächterrüstung, oder was? Kontrollpunkt Raubzug starten wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.